Liebe Leute, ich hätte mal wieder eine Verlosung für euch. Und ich glaube, bei dem Thumbnail von dem Video, wenn der Nico Hofmann steht, könnte man denken, sind Robert Hofmann und Nico Hofmann verwandt? Nein, sind wir nicht. Ein deutscher Erfolgsproduzent, aber dazu gleich mehr, weil es unter anderem einen Masterbook bzw. Kurs für ihn und auch andere zu gewinnen gibt, aber auch wieder stapelweise Blu-rays, DVDs, Merchandise und Kino-Freikarten. Aber wie immer erst einmal vorneweg der Disclaimer. Ich werde 3 Film-Fan-Pakete zusammenstellen aus allem, was ich gleich zeige und was es zu gewinnen gibt. Und wenn ihr an dieser Verlosung teilnehmen wollt, findet ihr einen Link in der Infobox unterhalb des Videos. Dort müsst ihr draufklicken, paar relevante Daten eingeben, eine Frage beantworten, die dieses Mal, weil wir ja Anfang 2020 haben, auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch denn am allermeisten dieses Jahr? Das bitte beantworten, dann nehmt ihr an dieser Verlosung teil. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit stehen auch nochmal in der Infobox. Nach Ablauf der Zeit wird per Zufallsverlosung ausgelost, wer gewonnen hat, und ihr werdet per E-Mail dann benachrichtigt. Brauche ich dann noch euren Namen und eure Adresse, und dann habt ihr euer Filmfan-Paket ganz umsonst in eurem Briefkasten. So, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Es wird nämlich unter anderem, machen wir als Opener einmal verlost, Meet Your Master, ein Masterkurs in Bereichen wie zum Beispiel Schauspiel oder auch Produktion und weitere. Da kann man beispielsweise einen Kurs gewinnen von oder für oder sich gelehrt werden von Til Schweiger, aber beispielsweise hier auch Nico Hofmann im Bereich Produktion, ein Erfolgsproduzent aus Deutschland, den viele sicherlich kennen. Und dazu gibt es dann auch noch die passenden E-Books. Wer sich hier zum Beispiel jetzt genau, das ist die Startseite von einer dieser E-Books, die sehr, sehr vielseitig sind und man vor allem, weil mich ganz viele Leute immer fragen, wie kann ich wo was mal lernen aus der Filmwelt. Ist das vielleicht mal eine Chance, hineinzuschnuppern? Ich glaube, so ein Kurs kostet normalerweise um die 90 oder 100 Euro, kann man online buchen, wenn man möchte, aber das mal am Rande erwähnt. Wird hier einmal verlost und kommt dann separat unter den 3 Gewinnern nochmal an einen ausgelost per Zufall. So, dann machen wir weiter mit Knives Out. Rian Johnsons neuer Film mit Starbesetzung, Danny Craig unter anderem. Und viel Beachtung gefunden. Mal gucken, wie der sich in der Award Season vielleicht so gemacht. Hätte ich 2x2 Freikarten. Dazu kommt noch jeweils eine Knives Out, so eine Art Detektivskerze in so einer kleinen Aludose. Irgendwie ganz stylisch. Dazu gibt es natürlich noch den Detektivblock, den man unbedingt braucht, wenn man ermittelt. Und ein, ist das so eine Pipette? Stift? Ich weiß es nicht, bin überfragt. Gibt es jeweils dazu, habe ich oft genug vorliegen, Knives Out also dabei. Kinomäßig geht es dann noch weiter mit Freies Land. Hätten wir hier einen Film mit, was mit? 2x2 Freikarten habe ich dafür noch. Die können ebenfalls mit in die Filmfan-Pakete hinein. Ehe wir jetzt rüberwechseln zu den gesamten Heimkino-Starts, da hätten wir nämlich unter anderem Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Hätte ich 3 Blu-Rays und ich hätte einmal gesammelt Fast and Furious, die 8 Movie Collection. Da hat man also alle Fast and Furious Filme dabei und hier das Spin-off mit Jason Statham und Dwayne Johnson kommt mit rein in die Filmfan-Pakete. Alle, die sagen, oh, Fast and Furious, schnelle Autos, Rumgeballer, Action, das ist mein, seid ihr voll dabei. Für alle, die es ein bisschen gruseliger mögen, Fear the Walking Dead hätte ich in der 5. Staffel für euch dabei. 2x auf DVD, 1x auf Blu-ray und wer es zombiehaft und apokalyptisch mag, weiß dann hier Bescheid. Klar, nach 4 Staffeln, die es schon im Home Entertainment gab, weiß man, worum es geht. Also hier Staffel 5 geht mit rein in die Verlosung. Dann noch gibt es Juliette Binoche in So wie du mich willst, eine Frau, die ein Internetprofil anlegt und es kommt schnell zu einer Liebe, die ein bisschen schwieriger daherkommt. Auf der Berlinale gelaufen, hier hätte ich 2 Blu-rays und 2 DVDs, die mit reingehen in die Filmfan-Verlosungspakete hinein. Dann hätte ich noch zu einem Film, der bei mir 2019 ja besonders abgeschnitten hat. Benjamin Blümchen. Hier hätte ich 2 Bücher. Das Buch zum Film. Ich hätte 2x den Film auf DVD auch noch unterschrieben. Genauso wie 2x den Soundtrack. Also für alle Benjamin Blümchen-Fans doch vielleicht eine ganz tolle Sache. Das geht mit rein in die Filmfan-Verlosung. Hier so ein paar schöne Pakete. Dann bin ich ein bisschen überfragt, warum ich glaube, Robin Hood, König der Diebe, wurde neu aufgelegt auf Blu-ray. Auf jeden Fall habe ich noch hier 2x DVD und 2x Blu-ray erreicht von dem Klassiker mit Kevin Costner hier mit drauf. Ich werde auch nicht ganz schlau, warum. Limitierte Steelbook Edition. Vielleicht, weil sie die rausgebracht haben, Special Edition, Kinofassung, ja, vielleicht haben sie einfach diese Home Entertainment Version neu aufgelegt und deswegen ist es mit in der Verlosung drin, weil es ja jetzt kein aktueller Start, aber gibt es ja immer mal wieder, dass Sachen da remastered, neu aufgelegt, Extended Edition, was auch immer wird und das kommt hier dann noch mit rein. Übrigens fällt mir noch kurz ein Sprung zurück zu Fast and Furious, habe ich noch zu Hobbs and Shaw jeweils so Hot Wheel Autos, insgesamt 6 Stück, da kommen dann jeweils 2 mit rein in die Filmfan-Pakete, auch verschiedenste Designs mit Filmen rund, mit Autos rund aus den Filmen, genauso wie ich noch ein Plakat hätte.
hätte. Ebenfalls vor einer Weile, oder seit einer Weile habe ich noch dastehen, eine Game of Thrones Tasse, genauso wie so ein Thermobecher. Das kommt auch zweimal mit in die Filmfan-Pakete rein. Und ich hätte auch noch, bevor wir weiter mit Blu-rays und DVDs machen, und ich muss ein bisschen hier rumräumen, das Buch zum Film von, oder beziehungsweise den Roman Weathering With You, Anime, der im Januar startet, könnte, glaube ich, richtig gut sein. Hätte ich auch zweimal, kommt auch mit in die Filmfan-Pakete rein. Also hier ein bisschen Abwechslung, geht auch literarisch zu. Weiter mit den Filmen. Zweimal Blu-rays, die Sky Original Serie Catherine the Great, hier mit Helen Mirren, die ja auch gewohnt ist, wenn es ein bisschen royaler zugeht, das zu mal zu spielen auf der großen Kinoleinwand. Für alle Fans dann hier im Home-Entertainment-Bereich zweimal die Blu-ray zu Catherine the Great. Dann hätten wir noch Angel Has Fallen, der schon überrascht hat. Dieser dritte Film, für mich der stärkste dieser Reihe, wenn ich mich... Ja, doch, fand ich schon. Zwei Steelbooks mit Gerard Butler in der Hauptrolle, Morgan Freeman wieder mit dabei. Und manchmal komme ich ein bisschen durcheinander bei so vielen Filmen, weil es einfach so 14 Sachen oder so sind, die verlost werden, geht auch mit rein in die Filmfan-Pakete. Und da muss ich dann immer auslosen, welches der Pakete kriegt, was, wenn zum Beispiel nur zwei Sachen da sind. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Dann gibt es noch die Stockholm-Story. Zweimal auf Blu-ray, zweimal auf DVD mit Starbesetzung Ethan Hawke, Naomi Rapace, Mark Strong. Hier in einem Banküberfall und ein letztendlich auch Stockholm-Syndrom, was entsteht. Also wenn ein Opfer für einen Täter auf einmal Liebe empfindet. Hier muss ich sagen, Starbesetzung könnte sehr interessant sein. Zweimal Blu-ray, zwei DVDs. Dann hätte ich noch Catch 22, beschäftigt sich mit dem italienischen Fliegerschwadron beziehungsweise einer US-Schwadron in Italien stationiert im Zweiten Weltkrieg von George Clooney inszeniert und wie es dabei drunter und drüber geht. Ich habe gar nicht so viel von gehört, scheint aber auch, wenn man hier sieht, ein Hulu-Release gewesen zu sein, was bei uns ja einfach schwierig ist, irgendwie zu kriegen oder in Deutschland schwer auf dem Schirm ist, der Streaming-Anbieter aus den USA, aber Catch 22 hier dreimal auf DVD. Dann hätte ich noch Feedback für euch in der ein Thriller horrorhafter Art. Es geht um einen Late-Night-Radioshow-Sprecher, der in der Sendung überfallen wird und fortan kann alles, was er tut, tödliche Folgen haben. Als auch noch eine Überraschung stattfindet, alles noch schwieriger. Deswegen hier dieses Radiomikrofon und Kopfhörer, die mit Blut getränkt sind und on-air. Das ist dann Feedback. Das gibt es dreimal als Media-Blu-ray-Book. Das ist immer eine sehr hochwertige Sache, wenn man sich selbst dafür interessiert, was man in seine Sammlung gerne einpflegen will. Als vorletztes hätte ich noch Danny Brock mit Frank Grillo unter anderem und es geht um einen ehemaligen Jihad, einen Soldaten, es geht um eine Frau und es geht um einen Drogendealer, deren Wege sich bei einem Bare-Knuckle-Fight kreuzen, bei dem es $100,000 zu gewinnen gibt, aber man auch tödlich verenden kann. Das dürfte auch nicht unbrutal werden. Vor allem Frank Grillo ist ja einer, der auch bekannt ist dafür, sich mit Kampfsport massiv auseinanderzusetzen und da viel drauf zu haben in der Tatsache, dass er Schauspieler ist. Und das Ganze schließen wir ab mit einem Film, der in Cannes lief, nämlich Arctic mit Mads Mikkelsen, ein Survival-Thriller in der Kälte. Zweimal Blu-ray, zweimal DVD, geht da noch mit rein in die Verlosung und damit sind wir auch durch. War eine ganze Menge. So, jetzt vergesst nicht reinzuschreiben, auf welchen Film oder Serie im Verlosungsformular ihr euch am meisten freut. 2020 und dann wünsche ich euch vor allem viel Erfolg und dass das klappt. Und ich muss immer sagen, es machen immer so, weiß ich nicht, zwischen 1.000 und 3.000 Leute mit bei den Verlosungen im Schnitt. Und wenn ihr natürlich nur drei gewinnen könnt, ist die Chance irgendwo zwischen 0,1 und 0,3% zu gewinnen. Aber ich finde es trotzdem immer toll, dass ihr mitmacht und irgendwann könnte es klappen. Statistisch spätestens so nach 1.000 Mal sollte man es geschafft haben. Übrigens war die Aussage, glaube ich, falsch, weil ja drei gewinnen, ist die Chance dann zu gewinnen zwischen 0,3 und 0,9%. So, gut. Glaube ich. Gut, dann bin ich am Ende. Viel Spaß und... Nee, es war schon wieder falsch. Naja. Viel Spaß beim Mitmachen. Macht's gut und bis bald.